Seit mehr als 800 Jahren ist die Geschichte des Handwerks in Südbaden fest mit dem Freiburger Münster verbunden. Um das Wahrzeichen der Schwarzwaldmetropole auch künftig zu erhalten, machen die Branchen jetzt mit ihrem ersten Münstertreff mobil. Über 200 aktive Handwerker aus 15 regionalen Innungen zeigen den Besuchern dabei viel Traditionelles. Mit Riten wie dem Zimmerer- und Maurerklatsch verdeutlichen sie aber auch symbolisch, wie wichtig das Zusammenspiel der einzelnen Fachkräfte im modernen Arbeitsalltag ist. Der Erhalt des Münsters wäre ohne die Steinmetze, ohne die Zimmerleute nicht möglich. Und diese Kunst, die heute noch gezeigt wird, das ist also einfach gesagt, das sind Menschen, die ihren Beruf mit Leidenschaft ausüben. Nicht, weil sie nur ein bisschen arbeiten wollen, sondern wenn man denen über die Schulter schaut, dann merkt man, die sind mit dem Münster verbunden. Das ist ihr Bauwerk, das sie heute hegen und pflegen dürfen. Doch diese Leidenschaft geht weit über die reine Baukunst hinaus. So ist auf dem Münsterplatz auch das Bäcker- und Konditorenhandwerk fester Bestandteil der Förderer. Und sei es mit einem 160 Meter langen Hefezopf rund um die Kirche, der fürs leibliche Wohl der Zuschauer sorgt. Ob Schneider, Buchbinder oder eben hier die Konditoren, jeder Zweig scheint sein ganz eigenes Rezept fürs Glück im Handwerk gefunden zu haben. Was so besonders ist, dass ich das mit Herzen, mit Leidenschaft mache. Weil wir Zimmermänner, wenn wir morgens auf die Arbeit gehen und abends heimgehen, sehen wir sofort, was wir geschafft haben, was wir aufgerichtet haben. Es ist immer sehr schön, wenn man die glücklichen Gesichter sieht, wenn sie am Genießen sind. Wenn die Kundschaft sagt, es hat gut geschmeckt, sie sind begeistert. Bei mir war der Vater Zimmermann und deswegen war das eigentlich schon fast vorprogrammiert. Der war selbstständig und hat auch eine Lade gehabt oder Betrieb. Doch auch die Kirche selbst will ihre alte Verbundenheit mit ihren Erbauern neu aufleben lassen. Der musikalische Empfang im Münster gipfelt an diesem Abend deshalb in der zeremoniellen Fahnenweihe. Ein Zeichen der gegenseitigen Ehrerbietung. Dabei segnet der emeritierte Erzbischof Robert Zollitsch die repräsentativen Banner der Innungen. Doch nicht nur deshalb ist das Kirchenschiff zu diesem Zeitpunkt randvoll mit Besuchern von Handwerk- und Münsterbauverein. Es ist der Mittelpunkt eigentlich unserer Stadt Freiburg, eigentlich das kulturelle, das geistige Herz. Und es ist eine wunderbare, schöne Aufgabe, sich dafür einzusetzen, einfach das, was eigentlich wenige tausend Bürgerinnen und Bürger vor vielen Jahrhunderten geschaffen haben, jetzt in die nächste Generation hinein zu bewahren und zu halten. Gut und gerne 2000 Menschen wohnen der Münstertreff-Feier an diesem Abend bei. Das wortwörtliche Highlight erwartet die Besucher dann aber nach Einbruch der Dämmerung. So kunstvoll kann der Sandstein des Freiburger Münsters mit der entsprechenden Festbeleuchtung auch nachts strahlen. Wir sind ganz begeistert. Wir sind Freiburger und sowas erlebt man zum ersten Mal. Handwerk ist eine ganz besondere Kunst, eine ganz besondere Fähigkeit, die man nicht genug schätzen kann. Es waren die Freiburger Bürger, die sich mit ihrem handwerklichen Geschick seit 1200 ein eigenes Münster nach ihren Vorstellungen errichtet haben. Jetzt zum Münstertreff betont der Dompfarrer, der schönste Turm des Handwerks, er steht in Freiburg.